Herzlich willkommen bei Austria's Finest. Heute erfährst du alles, was du über den Wolfsberger AC wissen musst. Grüße gehen raus an der echte coole HD und Juri Folger. Viel Spaß! Der Wolfsberger AC, kurz WAC, wurde 1931 gegründet. Lange Zeit war der Verein nur den wenigsten Leuten bekannt. Die Kärntner spielten in den Niederungen des österreichischen Clubfußballs mit gelegentlichen Ausreißern in die Regionalliga Mitte. Nach einer Fusion mit SK St. André folgte 2010 der Aufstieg in die erste Klasse und somit breitere Aufmerksamkeit. Nach schneller Beendigung der Fusion spielten sie 2012-2013 erstmalig in der Bundesliga. Die Saison 2014-15 begann mit einer Überraschung, denn nach dem 8. Saisonspiel übernahm Wolfsberg die Spitze der Tabelle. Somit waren sie als erster Kärntner Fußballverein in der Position des Tabellenführenden der Bundesliga. Nach dem 36. Spieltag stand der WAC auf dem 5. Tabellenplatz. Mit einer Gesamtpunktezahl von 52 Zählern wurde das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erzielt. Durch den Cupsieg von Meister Red Bull wurde der 3. Startplatz in der Europa League für sie frei. Sie spielten erstmals international. Im Zuge der Europa League Quali trafen die Wölfe auf den achtmaligen deutschen Meister Borussia Dortmund. Dies war das prestigeträchtigste Duell in der Vereinsgeschichte des WRC. Konnten sie sich im Hinspiel mit einem 0:1 in Klagenfurt noch gut verkaufen, so gingen sie im Rückspiel mit einem 5:0 in Dortmund unter. Ein gewisser Henrik Mkhitaryan erzielte damals 3 Treffer und spielte groß auf. Aktueller Präsident des WRC ist Dietmar Riegler, der zugleich mit RZ Belletz auch der Hauptsponsor ist. Riegler war früher selbst als Kicker aktiv. Trainer ist Timo Pfeifenberger, der innerhalb der Mannschaft ein gutes Standing hat. Gespielt wird in der Lavantal Arena oder bei großen Spielen wie gegen Dortmund im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Zurzeit kommen im Schnitt 3.400 Fans ins Stadion, vor allem wenn Rapid oder Sturm als Gegner ansteht. Rekordspieler ist der noch junge und in der Kampfmannschaft aktive Innenverteidiger Michael Solbauer mit über 242 Einsätzen. Rekordtorschütze ist Christian Falk mit 66 Toren in 146 Spielen. Der Stürmer spielt mittlerweile aber bei Voitsberg. Schreibt mir in die Kommentare, wer euer Lieblingsspieler beim WRC ist, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder ein Abo da. Wenn du noch mehr sehen möchtest, dann habe ich hier 5 Spiele aus Österreich, die manipuliert worden sind, oder die 5 schönsten Tore Österreichs aller Zeiten. Bis zum nächsten Mal, ciao!